Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit unserem Mann in Moskau, der als einer der letzten westlichen Korrespondenten die Stellung hält. Nicht einfach. Guten Abend, Armin Körper. Guten Abend aus Moskau. Hallo in die Runde. Armin, es gibt viel zu besprechen zu später Stunde und wir gehen direkt rein. Wie wird in Moskau über die Drohnenangriffe auf Russland, Petersburg und so weiter, wir haben diese Bilder gesehen von brennenden Öllagern und anderem mehr, wie wird dort darüber berichtet? Findet das überhaupt statt? Ja, darüber wird berichtet. Das ist auch, denke ich, ein Aspekt, den man bei all dem immer mit einbeziehen muss in der Bewertung dieser Geschichten. Es gab gestern diesen Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie. Das war immerhin 800 Kilometer im Innern Russlands, also 800 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Das stellt natürlich jetzt vor der Wahl ein Bedrohungsszenario dar für die russische Bevölkerung. Man kann da wahnsinnig schwer drüber spekulieren. Natürlich, der Kreml beeilt sich dann zu sagen, das sind die Ukrainer, die versuchen, diese Wahl zu sabotieren, zu torpedieren. Man muss da sehr vorsichtig sein, muss sich halt fragen, wer ein Interesse daran hat, dass sowas jetzt passiert. Und ich denke, man darf da eigentlich gar nichts ausschließen. Wie schauen Sie da drauf, Frau Botha? Ich denke, dass das gar nicht mal so viel mit den Wahlen zu tun hat. Das ist ein Narrativ, das der Kreml gerne irgendwie in die Welt setzen will, sondern damit, dass die Ukrainer dazu übergehen, jetzt gerade militärisch stark geschwächt, wichtige Infrastruktur in Russland anzugreifen. Der Unterschied ist eben, heute Morgen kamen wieder die Nachrichten, dass russische Raketen ukrainische Wohnhäuser getroffen haben. Und hier werden es eben vor allem Infrastruktur getroffen, die wichtig ist für die russische Wirtschaft. Öllager nannten sie eben, das, was wir da sehen, was da brennt, um zu versuchen, im Prinzip die russische Wirtschaft auf diesen Wege ein bisschen zu schwächen. Sorgt das für Verunsicherung, Armin, in der russischen Bevölkerung? Macht das irgendwas mit dieser russischen Bevölkerung? Also ich glaube, dass diese Drohnenangriffe, die gibt es ja seit einiger Zeit schon, die haben am Anfang sicherlich zu Verunsicherung geführt. Mein Eindruck ist, so merkwürdig das vielleicht klingt, die Leute gewöhnen sich da in gewisser Hinsicht dran. Es ist ja auch bisher kaum jemals jemand zu Schaden gekommen. Wie die Kollegin Botha gerade schon sagte, Menschen sind ja fast nie davon betroffen. Von daher, ich glaube, die Leute gewöhnen sich dran. Ich glaube, dass das jetzt vor der Wahl so erzählt wird, das hat was mit der Wahl zu tun und mit dem Narrativ des Kreml. Das hat mit dem Verursacher dieser Anschläge oder Attacken nichts zu tun. Und wir hören, Armin, und vielleicht auch an Sie, Frau Botha, die Frage von Angriffen russischer Milizen innerhalb von Russland. Also ein bisschen kompliziert, vielleicht muss man das einmal erklären. Ich habe letzten Herbst in Kiew einen dieser Männer getroffen, der damals beteiligt war an diesem Überfall auf eine Grenzstation in der Nähe von Belgorod. Der erzählte, wie sie da rein sind. Das war ein russischer Rechter, ein Rechtsextremist, so hat er sich selber auch vorgestellt, und sagte, ich konnte in Russland nicht mehr gut bleiben und deswegen haben wir uns in die Ukraine zurückgezogen und kämpfen jetzt, obwohl wir Russen sind, an der Seite der Ukrainer quasi gegen unser eigenes Land. Eine sehr heterogene Truppe. Was Mann, sind das für Leute? Sehr unterschiedlich. Der Mann, den Sie eben genannt haben, ist wirklich ein sehr zwielichtiger Mensch. Aber es kämpfen auch Belarussen in der Ukraine gegen Russland. Und es kämpfen eben Russen, die sich schon lange abgewandt haben von Russland, die Demokraten sind, die liberal sind, weil sie genau wissen, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann ist unsere Zukunft auch verloren. Vielleicht können wir einmal die Bilder davon sehen, die es auch gibt. Und ich würde währenddessen gerne Armin Körper fragen, was können Sie uns sagen über diese russischen Milizen? Oder du uns sagen, Armin, wir waren ja beim Du. Ich erinnere mich damals an das Gespräch mit diesem Mann, der sich sehr breitbeinig hinstellt und sagte, ja, wir haben die platt gemacht, da waren 40 Mann, die haben einfach alle umgebracht. Und weil wir dann eine Rückfahrgelegenheit brauchten, haben wir ihnen auch noch einen Panzer und ein gepanzertes Fahrzeug geklaut. Also es klang alles sehr breitbeinig und nach Wildwest. Was sind das für Leute und was ist davon in Russland bekannt?
Das klingt immer wahnsinnig abenteuerlich. Es gab auch heute wieder von diesen Milizionären die Aufforderung an grenznahe Städte, die zu evakuieren. Die Bewohner sollten da weg, weil sie nicht mehr sicher wären, weil sie diese Städte angreifen und einnehmen würden. Das ist für uns wirklich so eine Art Blackbox. Wir kommen da auch gar nicht hin. Also es gab westliche Kollegen, die da auch im vergangenen Jahr mal hingefahren sind in diese Region. Die haben danach allerdings auch Probleme bekommen mit russischen Behörden. Also das ist alles sehr, sehr undurchsichtig. Und wie Alice Botha schon sagte, das ist eine ganz heterogene Gruppe. Da sind große Patrioten, da sind Rechtsradikale, da sind Putin-Gegner, auch unterschiedlicher Nationalitäten. Soweit ich das weiß, sind das auch nicht alles Russen. Da waren auch im vergangenen Jahr mal die Rede von Polen, die da auch dabei wären. So, und dann gab es Bilder, auch das sehr, sehr interessant, Alice Botha, Putin im Interview. Und bevor wir gleich darüber sprechen, welchen Eindruck dieser Mann auf Sie macht, das waren tatsächlich Bilder, wie ich sie so noch nicht gesehen habe. Achten Sie mal vor allen Dingen auf die Hände, die Haltung der Hände und auf das Gesicht des russischen Präsidenten. Und wir schauen erst mal kurz rein, danach sprechen wir darüber. Nun, Waffen existieren, um eingesetzt zu werden. Wir haben unsere eigenen Prinzipien. Was bedeuten sie? Dass wir bereit sind, Waffen einzusetzen. Und zwar alle Waffen, wenn es um die Existenz des russischen Staates geht, um die Beschädigung unserer Souveränität und Unabhängigkeit. Vom militärtechnischen Standpunkt aus sind wir natürlich bereit. Die Truppen sind ständig in Kampfbereitschaft. Das ist das Erste. Zweitens, und auch das ist eine allgemein anerkannte Sache, unsere nukleare Triade ist moderner als jede andere. Und nur wir, und in der Tat die Amerikaner, haben eine solche Triade. Zunächst mal, Alice Botha, das ist Inhaltliche. Was er da sagt, es deckt sich mit dem, was Sie selber auch sagen. So habe ich Sie auch hier gerade vorgestellt. Europa keine Rolle. Es geht um Amerika. Ja. Bezieht sich immer nur auf Amerika. Amerika ist der Referenzpunkt. Das ist der Referenzpunkt. Es ist nicht so, dass Europa, das weiß ich, bis am Anfang polemisch gar keine Rolle spielt. Aber wenn man einen Adressaten sucht, dann ist es Amerika. An Amerika misst man sich und daran macht sich das eben fest. Und er droht wieder mit Atomwaffen. Das ist eine Drohung, die Wirkung entfaltet, weltweit. Und für wen ist diese Botschaft gedacht? Gute Frage. Ich glaube, sie ist zum einen vor allem für das eigene Publikum gedacht, kurz vor der Wahl. Für diese Wahl präsentiert sich ja Wladimir Putin als jemand, der Einzige ist, der Russland vor der Bedrohung des Westens schützen kann. Ja? Also eigentlich findet so eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Wir sind die Bedrohten, wir müssen uns schützen. Und ich bin derjenige, der euch das gewährleisten kann. Aber natürlich, wir erinnern uns ja daran, dass ja gerade in den ersten Monaten der Vollinvasion immer wieder diese nukleare Drohung auf den Tisch gebracht hat und andere es auch getan haben. Man will damit eben auch Unsicherheit sehen und verursachen und eben auch ja im Prinzip für so ein bisschen so einen Streitmoment nutzen. Sie machen gerade einen interessanten Punkt und würde gerne Armin fragen. Armin, diese nukleare Drohung, die kam am Anfang relativ regelmäßig, vor allem auch über Medvedev gespielt und so weiter. Putin plötzlich dann sehr lange nicht mehr. Und genau in dem Moment, in dem Deutschland die Taurus-Debatte hat und sich der deutsche Kanzler sehr klar dazu positioniert und nicht nur meiner Beobachtung nach sozusagen eher, soll man sagen, ängstlich wirkt, ohne dass ich das jetzt negativ konnotiert wissen will. Aber er wirkt wie jemand, der sagt, da müssen wir aufpassen. Genau dann kommt wieder diese nukleare Drohung. Gibt es da einen Zusammenhang? Was glaubst du? Den gibt's ganz bestimmt. Das ist, Putin spielt ein Spiel der Stärke und er akzeptiert nur Stärke. Und er spielt mit seiner Stärke. Und diese nukleare Drohung, die kam jetzt auch schon, als der französische Präsident Macron den Einsatz von Bodentruppen ins Gespräch brachte. Da kam das sofort. Es kommt jetzt wieder mit dem Taurus. Also das ist immer wieder, das sehen wir immer wieder, dieses Stärke zeigen und Stärke spielen. Ja? Zum anderen finde ich total interessant, an dieser Geschichte heute, dass er, es ist ja in den vergangenen Wochen,
auch durch diese Taurus-Leaks, dieses Narrativ hier rauf und runter gespielt worden, die Deutschen wollen uns angreifen. Von der ukrainischen Armee war da fast gar keine Rede mehr im Staatsfernsehen, in den Telegram-Kanälen. Überall hieß es, die Deutschen wollen uns angreifen mit dem Taurus. Und jetzt auf einmal hat er irgendwie eine Vollbremsung hingelegt. Also ich hatte fast den Eindruck, da hat sich ein Narrativ verselbstständigt und er will das jetzt einfangen, weil es natürlich zwei Tage vor der Wahl auch komisch aussieht, wenn wir auf einmal so eine sehr große Angst vor den Deutschen haben sollen. Das heißt, diese Bedrohung spielt er jetzt heute runter. Das ist interessant. Die Wahlen am Freitag, das ist ein entscheidendes Thema. Armin, was ist von diesen Wahlen zu erwarten? Hier wird viel davon geredet, dass das manipuliert ist. Wer sind die Gegenkandidaten? Und wenn es manipuliert ist, wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen? Also diese Wahl hat natürlich mit dem, was wir unter Wahlen verstehen, überhaupt nichts zu tun. Es gibt drei Gegenkandidaten, die sind aber vom Kreml aufgestellt. Das ist im Prinzip, spielen die eine Rolle. Da widerspricht auch keiner von denen jetzt wirklich grundlegend den Positionen des Kreml. Die haben Funktionen. Da ist zum Beispiel einer, der ist mal ein bisschen jünger. Da sollte mal ein Jüngerer ins Spiel kommen, damit auch junge Leute zur Wahl gehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Okay. Im Kreml geht es vor allem darum, die Leute zur Wahl zu bringen. Da wird jetzt auch sehr viel Druck ausgeübt. Es werden Firmen aufgerufen, dazu zu sorgen, dass die Leute zur Wahl gehen. Studenten wird mit Exmatrikulation gedroht, wenn sie nicht hingehen. Mhm. Es werden iPhones und Staubsauger versprochen. Mhm. Das ist eigentlich das Entscheidende, ist die Wahlbeteiligung. Mhm. Und Alice Butter, wie läuft das ab? Armin hat das eben schon kurz angedeutet. Da werden Firmen auch aufgerufen, die Belegschaft dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen. Wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt ja dann doch immer sozusagen wieder den Impuls, im Grunde zumindest den Anschein zu erwecken. Da gibt es jetzt eine echte, eine ernstzunehmende Wahl. Ja. So. Dafür tut man ja auch einiges. Also genau. Da reist durchs Land und man gibt viel Geld dafür aus. Geht auf irgendwelche Tomatentreibhäuser und Hühnerfarmen. Und im Prinzip, ich kann da von der Wahl 2018 erzählen. Das Russland heute ist ein komplett anderes als 2018. Ist das aber gar nicht so schwierig. Wir haben ja einen sehr hohen Staatssektor in Russland. Das heißt, sehr viele Betriebe, Krankenhäuser und so weiter sind in der Hand des Staates. Der Staat zahlt also die Gehälter. Man geht also in ein Krankenhaus XY, das ist auch gegenwärtig tatsächlich dokumentiert. Und dann heißt es, Abteilungsleiter XY sagt, ihr geht zur Wahl. Und ihr schickt bitte auch ein Belegfoto. Und wenn man kein Belegfoto schickt oder nicht zur Wahl geht, dann kriegt man eine Kündigung. Ja, ein Belegfoto aus der Wahlkabine oder was? Ja. Also natürlich ist das alles nicht öffentlich. Aber es ist dokumentiert. Es gab noch 2018 NGOs, die Wahlbeobachtung gemacht haben. Mittlerweile gibt es gar keine Wahlbeobachtung mehr in Russland. Das heißt, die Leute werden genötigt, in die Wahlkabine zu gehen und dann aber auch wirklich das Belegfoto zu schicken, wie man abgestimmt hat. Armin hat gerade genickt. Also auch dir sind diese Vorgänge vertraut und bekannt. Dasselbe gilt ja. Genau, das höre und lese ich hier jeden Tag. Dasselbe gilt ja auch für die. Und wie ich gerade schon gesagt habe, da werden Wettbewerber ausgeschrieben, die Verlosung, iPhone, Staubsauger. Also es wird mit allen Mitteln versucht, die Leute in die Wahlkabinen zu kriegen. Und eine letzte Frage an dich, Armin, bevor wir gleich über den größeren Themenkomplex Nawalny sprechen. Julia Nawalnaja hat aufgerufen, hat gesagt, sabotiert das auf eine Art und Weise. Auf eine Art und Weise, von der ich sagen würde, es hätte ihrem verstorbenen Mann wahrscheinlich gefallen. Er war bekannt für genau diese Art von Aktion. Geht alle pünktlich um 12 zur Wahl. Was verbirgt sich dahinter und welche Rolle spielt der Tod von Alexei Nawalny, das Fehlen auch dieser Figur? Welche Rolle spielt das in der russischen Öffentlichkeit? Das ist ganz schwer einzuschätzen, finde ich. Also ich muss sagen, diese Aktion, das kann ich mir vorstellen, dass Leute zu einer bestimmten Zeit zur Wahl gehen. Es gibt auch Aufrufe, dass sie Nawalny auf den Wahlzettel schreiben sollen. Mhm. Er hat ja bei dieser Wahl offiziell keine Rolle gespielt. Er ist ja nicht als Kandidat angetreten. Auch vor seinem Tod war er ja in der Wahl, hat er offiziell keine Rolle gespielt.
Ich muss sagen, bei dem Tod und der Beisetzung vor allem, also mich hat das komplett überrascht. Ich weiß nicht, wie es Alisa Botha geht. Mich hat das komplett überrascht. Ich stand da vor der Kirche und da kamen immer mehr Menschen. Und als dieser Leichenwagen davor fuhr und die anfingen wirklich spontan zunächst zu klatschen, dann zu rufen. Und also ich, das sind wirklich Ereignisse, das überwältigen, das vergisst man auch nicht. Also ich stand da in einer Menschenmenge, die riefen alle, wir werden nicht vergeben. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich weiß nicht, wie Alisa Botha das sieht. Ich habe gedacht, da kommen vielleicht Leute und werden aus Protest schweigen oder sowas. Aber dass das so offen und so laut wird, hätte ich nie gedacht. Und wie gefährlich ist das für diese Leute? Das ist extrem gefährlich. Die sind alle gefilmt worden, da waren überall Kameras. Da sind auch schon die Ersten, haben schon Besuch bekommen. Es sind ja schon Menschen, die nur Blumen niedergelegt haben, haben ja schon Probleme bekommen. Also das ist extrem gefährlich. Wie das in den nächsten Wochen auch nach der Wahl weitergehen wird, das weiß ich nicht. Man muss sagen, der Staatsapparat hat natürlich auch durch diese Beisetzung einen Wahnsinnsdatenapparat gewonnen. Die haben jetzt natürlich genau dokumentieren können, wer dahin geht. Die Leute sind gefilmt worden, die werden identifiziert. Das heißt, das ist ja immer das große Ding, das Misstrauen des Kreml gegenüber dem eigenen Volk. Und hier, man versucht sich immer abzusichern, man versucht alles zur Kenntnis zu nehmen, alles auszuwerten. Und das ist hier garantiert auch passiert. Das heißt, sehr willkürliche Festnahme. Eine letzte Frage habe ich dann doch noch, Armin. Gab heute die Meldung, dass ein deutscher Staatsbürger, ein gewisser Patrick S., mehr weiß man über ihn nicht, festgenommen worden ist in St. Petersburg, glaube schon am 13. Februar. Und zwar wegen des Besitzes von Gummibärchen, in denen offensichtlich in irgendeiner Form Drogen versteckt waren. Ist das sozusagen die übliche restriktive Drogenpolitik, die wir da sehen? Oder sehen wir da etwas anderes? Und hat das zu tun auch mit Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes, das dringend davon abrät, als deutscher Staatsbürger nach Russland zu reisen, weil das Gefühl besteht, da könnten Menschen als Faustpfand eingesetzt werden und als Geiseln genommen werden, einfach willkürlich weggesperrt werden. Also ich kenne jetzt diesen Fall aus St. Petersburg nicht im Detail. Ich habe davon gehört. Wenn das so ist, hat der Mann ja gegen russische Gesetze verstoßen. Das können wir jetzt irgendwie putzig finden, dass das Cannabis-Gummibärchen oder was waren. Aber das ist halt ein Verstoß gegen russische Gesetze. Von daher kann man da, glaube ich, jetzt erstmal nicht viel dran finden. Ich weiß nicht, ob jetzt Reisende hier in Gefahr sind. Das kann ich nicht beurteilen. Es ist klar, es steht die Drohung im Raum. Die russische Seite hat ein extrem hohes Interesse daran, diesen sogenannten Tiergartenmörder aus dem deutschen Gefängnis rauszubekommen. Auch darum ranken sich wahnsinnig viele Gerüchte. Aber das Interesse ist klar. Putin hat das ja auch selber schon erwähnt. Wir beobachten hier, dass der Druck auf westliche und auch deutsche Korrespondenten in den vergangenen Wochen zunimmt. Ich habe das persönlich nicht erlebt, muss ich ganz klar sagen. Andere Kollegen schon. Also das Auswärtige Amt spricht eine Reisewarnung aus. Und ich glaube, es sollte sich halt jeder schon fragen, ob sein Aufenthalt in Russland gerade notwendig ist. Ich finde meinen im Moment notwendig. Ja, es ist gut und wichtig und richtig, dass du da bist und das Risiko, dass das ganz unbenommen ist, auch eingehst. Armin, danke dir sehr und auf bald. Alles Gute dir. Herr Garcias, Sie haben gerade genickt, als ich ihn fragte nach der Politik dahinter, ob das wirklich einfach nur Drogenpolitik ist, sehr restriktiv, und sagt, okay, ist in Russland so, sind russische Gesetze, oder spricht dieses Auswärtige Amt auch diese Reisewarnung deswegen aus, weil der Verdacht besteht, da könnten demnächst irgendwie deutsche Staatsbürger quasi als Geiseln genommen werden? Also aktuell, Herr Lanz, Stand heute, sehe ich die Situation so, dass es noch nie so gefährlich war in Russland für deutsche Staatsbürger. Ich zolle einem Herrn Körfer, einer Ina Ruck und all ihren anderen Kolleginnen und Kollegen, die für uns vor Ort sind und berichten, meinen absoluten Respekt. Gleichzeitig habe ich aber ehrlich gesagt die große Sorge, dass genau sie diejenigen eines Tages sein könnten, die man als Faustpfand und als Geisel nimmt. Denn das, was das Regime bis jetzt
gemacht hat. Und vor allem, wir hatten gestern noch einen Vorfall mit Leonid Volkov, auf den wir gleich vielleicht ja noch zu sprechen kommen, zeigt, dass es ihm wirklich alles egal ist. Gleichzeitig haben wir eine Situation, in der, und das ist kein Geheimnis, Wladimir Putin ein sehr, sehr hohes Interesse daran hat, den Tiergartenmörder Krasnikow zu sich zurückzuholen, aus mehreren Gründen. Was ist die Geschichte dahinter, wenn Sie sagen, aus mehreren Gründen? Das ist der Mann, über den wir sprechen. Warum? Richtig. Warum ist der so wichtig? Fiel ja auch im Interview mit Tucker Carlson, dieses berühmte Interview, der sagte, es sei ein aufrechter Patriot, so hat er ihn, glaube ich, genannt. Also der der allgemeine Grund ist auch sehr naheliegend, wenn man sich das vor Augen führt. Das ist ein Auftragskiller. Das ist jemand, der hat von dem Staatsapparat, der hat vom Putin-Regime den Auftrag bekommen, jemanden umzubringen. In dem Fall einen Tschetschenen, ne? Richtig. Ein Georgier, tschetschenischen Ursprungs. Tschetschenischen Ursprungs, okay. Und, alles immer kompliziert in Russland. Für solche Auftragsmörder hat Putin bis jetzt immer dafür Sorge getragen, dass ihnen nichts passieren kann. Und wenn ihnen was passiert, dass er sie wieder zurück in ihre Heimat holt. Im Zweifel werden sie dann auch noch ausgezeichnet und hochrangig gewürdigt. Wenn jetzt Krasnikow, und er ist verurteilt worden wegen Mordes und der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, das heißt, er wird auch über 15 Jahre hier in Haft sitzen und auch zu Recht hier in Haft sitzen, ist das eine Schwächung des geheimdienstlichen Mittels des Auftragsmörders. Denn andere, die beauftragt werden würden, würden zumindest an Krasnikow denken und sagen, naja, so sicher ist es nicht, dass ich in Spanien oder in Vilnius oder sonst wo möglicherweise auch zurückgeholt werde, wenn ich erwischt werde bei dem, was ich für mein Regime hier mache.